Meine Tochter spielt hier im Wohnzimmer und ich gucke halt Fernsehen. Und ja, zwischendurch gönne ich mir die ein oder andere Süßigkeit, vor allem halt, wenn ich Frust habe. Oh ne, wer klingelt denn da jetzt? Scheiße, guck mal, wie sie aussieht. Komm schnell, schnell runter. Komm, alles hier reinmachen, Leonie, schnell. Na, wie geht's dir? Gut. Hast du Gymnastik gemacht? Du bist ja außer Atem. Ja, ich muss mich ja schnell anziehen. Ach, okay. Na komm, dann gehen wir mal rein. Als ich Marianne durch den Spion gesehen habe, habe ich mir nur gedacht, oh mein Gott, jetzt gibt's gleich so ein Theater, wenn die dieses Chaos sieht. Mein Gott, wie sieht das denn hier schon wieder aus? Ja, ein bisschen chaotisch. Ein bisschen chaotisch, bei dir sieht es immer chaotisch aus. Es ist ein Chaos, es ist ein Schweinestall. Ja. Du hast ein kleines Kind. Ja, das spielt doch da. Ja, hier, mit Abfallsäcken, oder was? Das ist schon mal ein guter Anfang, oder nicht? Ach Mensch, tu dir doch selber nicht einen in die Tasche. Guck mal, hier überall Dreck. Guck dir mal den Tisch an. Guck mal hier, hier. Oh, ja. Ah, ist ja ekelig. Soll ich denn alle 5 Minuten sauber machen, wenn da was drauf liegt, oder was? Ja, natürlich. Als Mutter bist du dazu verpflichtet. Du hast ein kleines, lüttes Mädchen. Und dafür bist du verantwortlich. Und die kann nicht in so einem Dreckstall wohnen. Du fühlst dich doch hier nicht wohl. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Och, wenn ich mich nicht wohlfühlen würde, würde ich machen. Meine Güte, ey. Nee, das kannst du mir nicht erzählen. Das glaube ich dir einfach nicht. Das sind nur faule Ausreden. Halt ewig nicht. Nur Fernsehen an, ewig nur mit dem Arsch auf der Couch. Klar, da hätte ich auch keine Lust zum Putzen. Ja, was soll ich denn sonst machen? Ja, putzen. Ja, nee. Und dich um dein Kind kümmern. Das ich ist viel wichtiger. Mich um mein Kind. Weißt du was? Echt, ich bin so geschockt hier von allem. Weißt du das? Kannst du... Was ist das denn hier? Oh, nee. Das ist doch jetzt ein Scherz, ne? Nee, siehst du doch, dass es kein Scherz ist. Da komme ich hier rein, setz mich aufs Sofa, da gibt's einen Knall. Da habe ich gedacht, ich werde hier erschossen oder das Sofa bricht zusammen. Und was ist? Mach die Decke hoch, da hat die da tausende von Tüten, Chips und Süßigkeiten. Also das geht ja überhaupt nicht. Hör mal, weißt du was? Ich bin sprachlos. Das frisst du alles in dich hinein? Meine Güte, ey, lass mich doch essen, was ich will. Du weißt genau... Nein! Nein, ich lasse dich nicht essen, was du weißt du genau, dass ich Frust fresse, wenn ich Frust habe. Und du weißt ja, genau... Ja gut, dann bewältige deinen Frust. Meine Güte. Stell dir jetzt mal vor, dein Vater kommt jetzt hier rein und sieht diesen Schweinestall. Hör mal, dann hast du eine gefunden und dann ist er auch gleich wieder weg. Boah, und wer hilft dir? Die hast Tüte du eigentlich auch noch was kommen? Anderes zu tun, außer zu meckern? Weißt ich dachte, was, du wolltest mir helfen. Ja, weil du mir wichtig bist, meine Süße. Deshalb meckere ich auch. Wenn du mir nämlich egal wärst, dann würde ich sagen, weißt du was, ich gehe raus, hier ist ein Saustall, hier fühle ich mich nicht wohl. Guck mal hier, ein Eimer Cola, lass dir doch gleich ein Fass liefern. Was ist das denn? Ja, schmeckt halt besser. Und, nee, Mineralwasser schmeckt auch gut. Vor allem, die Kleine trinkt das mit Sicherheit auch schon, oder? Nee, tut sie nicht. Ja, aber die sieht's doch von Mama, du bist doch ihr Vorbild, die sieht's doch. Und ja, trotzdem kriegt sie von mir keine Cola. Ich denke nicht, dass Marianne mir sagen kann, wie man sich richtig ernährt. Der hat ja selber keine Modelfigur. Mach doch mal so einen Rundumschlag für dein ganzes Leben. Nicht nur die Wohnung, weißt du, fang mit der Wohnung an. Dann fühlst du dich auch wohl. Dann geht der Frust auch weg und dann brauchst du sowas nicht. Ich will meinen Vater immer noch nicht, weil ich meinen Vater immer noch nicht gefunden habe. Dann lass uns versuchen, irgendeine Lösung dafür zu finden. Und deswegen hier, alles entsorgen. Weg mit dem Müll. Naja. Du machst diese Wohnung auf Hochglanz. Und ich komme morgen wieder, meine Süße. Und dann schauen wir mal, wie weit du bist. Denn du hast ja Zeit. Ne? Und deswegen würde ich jetzt sagen, ich gehe jetzt mal, bevor ich mich noch mehr aufrege und komme morgen Schöne wieder. Ne? Bei Domme funktioniert das nicht anders. Die muss unter Druck stehen. Die muss man richtig knallhart unter Druck setzen, sonst macht die nichts. Sonst sitzt sie nächsten Tag wieder auf dem Sofa und frisst nur Chips und säuft Cola. Auch zeigen, dass ich nicht nur meine Bude in Ordnung halten kann, sondern auch noch kochen kann. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, ich zaubere hier einfach mal ein 3-Gänge-Menü.
Ja. Na, wie sieht's aus? Tja, ganz okay, würde ich sagen. Dann will ich doch mal gucken hier. Ja, wow! Was ist denn hier passiert? Ja, ist aufgeräumt. Ja, super, Alma, da bin ich aber stolz auf dich. Ja. Hat das doch vielleicht ein bisschen was genützt, mal so ein bisschen zu meckern? Nö, nicht unbedingt, aber ich wollte eigentlich nur zeigen, dass ich auch ohne deine Hilfe geschafft habe jetzt. Als ich dann hier reinkam, also da war ich ja so positiv überrascht. Das Wohnzimmer war sauber aufgeräumt. Es lagen keine Süßigkeiten rum. Der Tisch war sauber. Ich war so stolz auf Dommel. Ich finde es super toll und ich bin echt stolz auf dich. Es ist ein ganz anderes Bild. Und um dir noch was zu beweisen, habe ich mir gedacht, ich koche heute was. Sogar ein 3-Gänge-Menü. Für mich. Erst einen leichten Salat, dann gibt's was Gegrilltes und dann noch was zum Nachtisch. Sie hat echt an sich geglaubt und hat gedacht, sie schafft das mal eben so ganz locker leicht, für uns ein 3-Gänge-Menü zu kochen. Hast du den eingeladen? Wieso? Oh, das ist doch nur eine Vorspeise. Du, deine Cola, da kannst du dich mal... Hier, Mineralwasser. Das macht man halt so. Zum ersten Gang serviert man halt einen Salat. Ja, und ich habe mir halt gedacht, ich mache halt einen deftigen Wurstsalat. Da ist dir ja nie aufgefallen, dass da so viel Zucker drin ist. Hast du da ein Kilo Zucker reingestreut oder was? Da ist, das schmeckt einfach nur süß. Das ist doch noch nicht die Nachspeise, ne? Nein. Irgendwas ist da aber falsch gelaufen. Wieso? Ich habe die Salatsoße nur mit Zucker verfeinert. Ja, aber mit wie viel Zucker? Ich habe das Gefühl, ich beiße nur auf Zucker. Wieso? Ist doch lecker. Irma! Ja, das ist doch nur Zucker. Hast du kein Öl gehabt? Nee, Bratenfett ist doch das. Kommt darauf selber raus wie Öl. Du dickst doch nicht richtig Bratenfett im Salat. Also Gang 1, 6. Dann freue ich mich auf Gang 2. In meinem Leben ist es noch nicht passiert, dass ich irgendwo einen Salat gegessen habe, wo so viel Zucker und vor allem Bratenfett drin war. Das habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gehört, gesehen, geschweige denn gegessen. Ja, das wird aber auch jetzt Zeit. Einmal. Ja, und zweimal. Für den zweiten Gang habe ich echt gehofft, dass sie irgendein Fertiggericht hat, was sie nur warm machen muss. Und dass man wenigstens etwas Genießbares auf den Teller kriegt. Was ist das? Würstchen, Kartoffelpüree und Käsesoße. Ich traue mich gar nicht, das zu essen. Das ist doch alles nur Fett. Was du kannst mir jetzt noch die Margarine hier pur hinstellen können. Hätte wahrscheinlich noch besser geschmeckt. Guck doch mal die Kleine, die kann nur so ein fettes Zeug nicht essen. Ich finde schon, die ist ganz schön anspruchsvoll. Was erwartet die denn von mir, dass ich ein Sternekoch werde auf einmal oder was? Doch, hast du eigentlich Leonie schon im Kindergarten angemeldet? Nee, warum denn? Ja, weil sie jetzt in das Alter kommt, wo sie in den Kindergarten muss. Und warum soll sie in den Kindergarten? Kinder müssen nicht in den Kindergarten. Kindergarten ist keine Pflicht. Warum nee, Pflicht ist es nicht, ja, aber dann lernt sie es mit anderen Kindern zu spielen. Und lernt soziales Verhalten. Ja, du, hatten meine Kinder auch und trotzdem war es wichtig, dass sie in den Kindergarten kommen. Doch. Also das Essen ist hier wirklich, wenn ich da Punkte für vergeben müsste, dann müsstest du mir noch welche rausgeben, du. Also das ist echt,
Das tut mir leid, das kann ich nie essen. Nachdem der zweite Gang eine Katastrophe war, nur aus Fett bestanden hat, habe ich gedacht, gehst mal in die Küche, wie zu gucken, was macht die überhaupt da? Was fabriziert die da? Wie bereitet die das da alles zu? Mein Gott, wie sieht das denn hier aus? Ich habe halt noch nicht weggeräumt. Ich habe gerade erst gekocht. Was hast du hier veranstaltet? Ich habe gekocht. Wieso liegt denn die Wurst auf der Erde? Weil die mir runtergefallen ist. Kann man nicht alles nach dem Kochen und nach dem Fertigmachen wieder wegräumen? Isst man und danach macht man sauer. Guck dir das mal hier an, die leergetüten Gummibärchen leergefressen. Und was ist das hier? Das Bratenfett. Vom Salat? Ja. Da war dann nur noch so ein Rest drin, deswegen hast du das so gequetscht, oder was? Nein, die war voll. Die ganze Tube Bratenfett hast du da reingetan? Ach, das kann doch nicht wahr sein. Was gibt's denn zum Nachtisch? Hier die Creme Brûlée. Okay, ich hoffe, damit kannst du ja wahrscheinlich auch nichts falsch machen, weil das ist ja fertig. Und dann hoffe ich, dass ich heute wenigstens noch was Vernünftiges zu essen kriege. Ich warte schon mal auf dich. Scheiße! Beim Flambieren war ich kurz abgelenkt und auf einmal habe ich nur was knistern gehört. Das war dann Mariannes Tasche. Und ich habe mir nur gedacht, scheiße, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt fackelst du auch noch Mariannes Tasche ab und das, wo du sowieso schon Stress mit ihr hast. Was machst du denn hier? Toll, meine neue Tasche. Du tickst doch wohl nicht sauber oder was? Du bist aber auch wirklich zu blöd, einen Eimer Wasser auszukippen. Ja, das... Meine Güte, guck dir das mal hier an. Du brauchtest doch bloß hier ein bisschen Feuer draufhalten. Ja. Ja, ja, ja. Was ja? Du bist echt zu dämlich für alles. Also hier, mein liebes Mädchen, wird sich jetzt richtig gravierend was ändern. Wenn ich lieb... Du wirst jetzt noch die Judith anrufen. Ich werde mich daneben setzen und wirst mit ihr einen Termin vereinbaren zum Joggen. Los. Ja. Zack. Mach das jetzt. Ich will jetzt nicht mehr mit dir diskutieren. Jetzt soll ich auch noch joggen gehen. Hallo, was soll das denn? Ich hab mir doch extra das Gerät geholt. Ich mach doch Sport. Hi. Hallo, na? Na, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Und dir? Ach ja. Auch ganz gut. War mal ein Kuchen genau nach meinem Geschmack. Schokokuchen mit richtig schön Schokoglasur drauf und dann noch Schokodekoration drauf. Also feiner kann ein Kuchen doch wirklich nicht sein. Hallo. Ich würde dich ja drücken, aber wie siehst du denn bitte aus? Ja, wir haben gerade Kuchen gebacken. Wo ist denn meine Kleine? Leonie? Hallo. Alles Gute zum Geburtstag wünsche ich dir, meine Prinzessin. Guck mal, ich hab dir was mitgebracht. Guck mal, ein Rucksack für dich. Die ist auch so verschmiert. Was ist denn hier passiert? Ja, weil wir im Kuchenbacken sind. Als Tommy dann die Tür aufgemacht hat, da dachte ich erst, da wäre ein Unfall beim Wickeln von Leonie passiert, weil die so braun im Gesicht war. Also, was habe ich meinen Lebtag noch nicht gesehen. Ach du Scheiße, was ist denn hier passiert? Wir sind den Kuchen am Backen. Im Wohnzimmer? Ja. Hast du keine Küche mehr? Ist sie abgebrannt oder doch, was? Doch, aber Leonie wollte nicht in die Küche und dann habe ich gesagt, ich ermögliche das heute am Geburtstag, dass wir das hier das machen. Das kann doch nicht wahr sein. Wieso denn nicht? Also, hier willst du heute Kindergeburtstag feiern? Ja, die kommen ja erst später. Schämst du dich denn gar nicht? Die kommen erst später. Guck mal, wie das hier aussieht. Du kannst doch keinem Kind so einen Kuchen anbieten. Und dann kam sie ins Wohnzimmer und hat auf einmal so einen Terz gemacht. Ich meine, bis die Gäste kamen, hatte ich doch noch Zeit, das ein bisschen wegzuräumen. Warum liegen denn da Chips auf dem Tisch? Hast du die auch im Kuchen oder was? Nö. Am liebsten möchte ich da jetzt so patsch, patsch machen. Weißt du das? Weil ich so ich hab dir den Auftrag gegeben. Mach für Leonie einen schönen Kindergeburtstag. Ja, was machst du? Ein schönes Chaos. Ja, wie eigentlich immer. Guck dir mal deinen Hut an. Alles voll Schokolade. Ja. Wie hast du denn gebacken mit den Händen? Dass du dich nicht schämst. Wofür denn? Da an dem Kuchen rumzufressen.
Warum? Dann fehlt halt schon ein Stück. Und das ist, also, gehst du auch, wenn du am Geburtstag gehst, fehlen da auch schon Stücke am Kuchen? Ja, mein Gott, hat Leonie halt Hunger gehabt. Hör jetzt auf damit! Ja. Verdammt nochmal! Sag, Mama soll aufhören, am Kuchen zu essen. Sag, die soll aufhören. Das war der Kindergeburtstagskuchen. Der gehörte Leonie. Und sie fraß und fraß und fraß. Ich konnte die überhaupt nicht davon abbringen. Also das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das ist hier alles nichts für Leonie. Komm, hier Leonie, bring mal deinen Rucksack ins Kinderzimmer. Komm her. Die Mama geht mal eben mit dir. Komm mit Mama mit. Komm her, Schatz. Weißt du, ich habe mich schon zurückgehalten vor der Kleinen, aber weißt du, was ist das hier? Was? Domme, das kannst du mir doch nicht erzählen, dass du sowas gut findest. Ja, weißt du, natürlich. Guck dir das mal an. Mach dir mal das Licht an. Guck dir mal das Chaos an. Das Chaos. Und weißt du, was ich den Hammer finde? Auf dem Teppich liegt der Mixer noch im Strom. Du hast hier ein kleines Kind rumlaufen. Stell dir mal vor, die macht den an und dann so versifft der Teppich dreckig. Weißt du was? Hör mal auf mit dem Kuchen. Warum? Du hast gleich nichts mehr, wenn die Leute kommen. Also ich persönlich schäme mich für dich, ehrlich. Dich kann man nicht alleine lassen. Dir kann man nicht die kleinste Aufgabe geben, ohne dass du es vermasselst. Kerl, jetzt hör mal auf mit der... Oh. Also, Domme, hör jetzt auf, verdammt nochmal, du bist doch keine 3 Jahre alt. Weißt du, du sollst dich echt was schämen, das ist der Geburtstagskuchen von Leonie. Ja. Wer ist das denn jetzt? Kommen jetzt schon die Leute? Eigentlich nicht. Das wünsche ich dir aber jetzt nicht, meine Liebe. Hallo. Hallo, Frau Juri. Ja, sind Sie nicht ein bisschen früh? Wie gebucht. Dann kommen Sie rein. Der Clown, der war dann schon da. Aber okay, kann schon sein, dass ich mich da ein bisschen in der Zeit vertan habe. Aber das musste ja auch alles so schnell gehen. Ich habe sowieso den Erstbesten genommen als Clown, den ich im Internet gefunden habe. Hallo. Hallo. Naja, hast ja wenigstens einen Clown bestellt. Ja, habe ich dir doch gesagt. Das finde ich schon gut. Seid ihr bereit? Ja? Ja. Ja? Stopp! Was hast du denn bestellt? Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Es ist hier ein Kindergeburtstag. Ich dachte, Sie wären Clown. Clown bestellt. Ja. Du solltest einen Clown bestellen. Ein Tanzender. Sie wollten jetzt wirklich nicht Ihre Hose ausstellen. Stell dir mal vor, hier wären kleine Kinder rumgelaufen. So klein sieht sie ja nicht aus. Und habt ihr einfach einen Clown bestellt im Internet? Du bist aber auch wirklich dämlich, weißt du das? Bestellst einen Stripper anstatt einen Clown. Also, du hast sie echt nicht alle am Baum, weißt du das? Da stand da aber auch nirgendwo. Ein tanzender Clown. Ja, mein Gott, wer denkt denn, dass ein Stripper ist? Hättest du mal weiterlesen sollen. Mit Sicherheit stand das da irgendwo. Du hast nur wieder Clown gelesen und warst zu faul, weiterzulesen. Mhm. Also, diese Nummer hier hat sich für Sie erledigt. Also, hier ist ein Kindergeburtstag und kein, was weiß ich. Nee. Also, ich bin echt entsetzt, ne? Nicht mal das kriegst du auf die Reihe. Aber Kuchen, ne? Alles klar, das hätte mir ja gleich auffallen müssen. Clown ist ja auch immer geschminkt. Aber gut, wenn der hier seinen Arsch freimachen will, wem interessiert denn das Gesicht? Mein Gott, stell dir das mal vor, die Mütter hätten hier schon gesessen und die kleinen Kinder. Du hättest hier wegziehen können. Weißt du was? Es ist jetzt schon so spät. Du schaffst das jetzt sowieso nicht mehr hier mit den Leuten aufzuräumen. Du rufst die jetzt alle an, sagst, Leonie ist krank und der Geburtstag fällt ins Wasser. Weißt du, mit dir kann man sich nur blamieren. Schlussende aus. Geh ans Telefon, sag, Leonie ist krank und findet heute nicht statt. Fertig. Hast du mich verstanden? Ja. So, und jetzt bitteschön. Wir hatten ja auch keine Zeit mehr. Der Clown war nur daran interessiert, sich die Hosen auszuziehen. In circa einer Stunde hätten die Eltern mit den Kindern vor der Tür gestanden. Und diese Bude, da reichte kein Aufräumen. Das hätte man entkernen müssen. Grundsanieren, so wie das hier aussah. Ich nehme dich mit.